Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist Nikolas Mann. Hi Nikolas. Servus, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Nikolas, die meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen dich jetzt wahrscheinlich schon von etlichen Siegen auf der Mitteldistanz dieses Jahr, zum Beispiel auf Mallorca oder auch in Les Sables, aber vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und einmal ja beschreiben, wie du zum Sport und zum Triathlon selbst gekommen bist. Ja, sehr gerne. Also ich bin Nico, nennt mich gerne Nico. Und ich mache jetzt Triathlon schon seit ich 12 bin. Also jetzt ziemlich genau die Hälfte von meinem Leben. Bin damals zum Triathlon gekommen, als ich im Urlaub in Lausanne mal beim WTCS war. Ich glaube, damals hieß es noch anders, aber auf jeden Fall in der Rennserie. Und dann hat mich das so ein bisschen gepackt. Und dann habe ich so in den Monaten danach so peu à peu angefangen. Und bin dann auch in den Verein eingetreten, in VfL Pfullingen damals, und habe da dann, bis ich 16 war, trainiert und habe dann so ein, zwei Jahre mein eigenes Ding gemacht, war Schwimmen im Schwimmverein und bin dann 2018 nach meinem Abitur nach Freiburg gekommen und ja, seitdem trainiere ich dort unter Wolfram Bott hier in der Freiburger Trainingsgruppe, die mittlerweile auch echt ziemlich stark ist und von der ich sehr profitieren kann. Und ja, bisher sieht es so aus, wie wenn ich jetzt hier auch noch ein paar Jährchen bleibe. Ist bestimmt eine schöne Umgebung, um dort zu trainieren, oder? Auf jeden Fall, also es ist eigentlich relativ perfekt. Also Freiburg hat relativ viele Schwimmbäder. Zum Radfahren muss man, glaube ich, nicht groß drüber reden, wie gut sie ist. Mit dem Schwarzwald auf der einen Seite und dann aber auch dem Rheintal beziehungsweise Frankreich auf der anderen Seite, wo man halt ein Zeitfahrrad einfach endlos theoretisch flach fahren kann. Und zum Laufen ist es hier auch, also zum Laufen gehen ja viele Orte ziemlich gut, aber Freiburg ist schon auch echt Ja. nicht schlecht. Also hier kann man sich echt auf keinen Fall beklagen. Bist du zufällig in Freiburg gelandet oder war es dein Ziel, irgendwie da an den Stützpunkt zu kommen oder bist du vielleicht auch durch den BWTV dahin gekommen? Ursprünglich durch den BWTV, ja, durch den Baden-Württembergischen Triathlon-Verband, weil die halt so ein bisschen versucht haben, die ganzen jungen Athleten oder ein bisschen versuchen, die ganzen jungen Athleten hier, sag ich mal, ja, zu bündeln, von allen Or oder allen möglichen Orten von Baden-Württemberg hier einzuziehen und hier dann eine coole und kompetitive Trainingsgruppe aufzubauen, wo dann auch die Sportler halt profitieren können. Und deswegen bin ich auch damals dann hergekommen, weil ich halt einfach auf der Suche war nach Trainingspartnern, von denen ich profitieren kann, von denen wir alle profitieren können untereinander. Und da war Freiburg dann wirklich die beste Alternative. Und hier mit Wolfram und Lobby. Lobby macht eher so ein bisschen die Jüngeren gerade. Und Wolfram ist für die Älteren zuständig. Ist es halt auch wirklich so eine. Also sind die Rahmenbedingungen hier halt auch so gut, dass es hier echt richtig cool ist zu trainieren. Ja, und du hast dann auch im BWTV erstmal die verschiedenen Kaderstufen durchlaufen? Ja, genau. Also ich habe praktisch alle Kaderjahre mitgemacht, bis auf das erste. Da war ich noch zu schlecht, aber da habe ich ja dann auch gerade erst angefangen. Und dann, ja, bin ich da durch das ganze Kadersystem durchgerutscht, war da aber nie so richtig gut. Also ich glaube, ich habe sogar offiziell nur einmal eine Kadernorm erfüllt und die hat dann aber gereicht, um praktisch die ganze Zeit drin zu bleiben, weil Wolfram zum Glück irgendwelches Potenzial in mir gesehen hat und mich dann immer durchgeschleift hat. Aber nee, ich habe da die ganzen Strukturen durchlaufen, allerdings nur auf Landesebene, also für Bundeskader oder Höheres war ich jetzt nie bestimmt auf der Kurzdistanz. Aber ja, da habe ich schon sehr profitiert als, vor allem als Jugendlicher. Ja, aber ich glaube, so auf der Kurzdistanz unterwegs zu sein, war auch gar nicht dein Plan von Anfang an, oder? Ja, genau. Also ich habe eigentlich mit Triathlon angefangen und wollte so, ich wollte halt schon immer Ironman machen und das Ja. war eigentlich auch mein Plan so direkt am Anfang. Nur dann habe ich erstmal festgestellt, so, oh Scheiße, hier muss man erstmal die ganze Kurzdistanz machen, beziehungsweise man kann mit 12 halt einfach noch nicht dieses lange Ja, Zeug machen. das ist richtig. Und dann bin ich halt auf den normalen Weg halt gekommen. Mit halt Schüler A hieß es damals, irgendwie 200 Meter schwimmen, 5 Kilometer Radfahren und 1 Kilometer laufen.
Das war Ja, dann so mein Ding. das, was heute so Und eine da habe ich mal doch Supersprint-Distanz mal. wäre, quasi. Ja, genau, das habe ich dann halt damals gemacht. Ja. Ich meine, es war auch cool. Damals war das ja dann auch gar nicht so kurz, wie es jetzt sich vielleicht anhört. Aber ich meine, der Wettkampf hat damals dann halt auch schon nur 15 Minuten oder so gedauert. Aber nee, es war eine coole Zeit, aber es ist halt irgendwie was ganz anderes wie den Triathlon, den ich jetzt Ja. mache. Aber so die Basics lernt man da halt auch schon ganz gut und das ist ja auch, deswegen ist es auch gut als, sag ich mal, oder als Jugendlicher noch nicht irgendwie mit so, ja, was Krankem wie Ironman Ja. anzufangen, sondern erstmal so die Basics zu machen und die lernt man dann natürlich schon. Deswegen war es schon gut, dass ich vielleicht mit 12 noch nicht direkt versucht habe, einen Ironman zu machen. Aber so WTCS oder Olympia hatte ich dann irgendwie gar nicht gereizt. Nee, ich weiß auch nicht, also bei mir war das so, das war nie ein Ziel von Nee. mir. Also ich hatte auch in meiner Kurzdistanzkarriere dann irgendwie nie vor Augen, ich will jetzt zu Olympia, sondern für mich war immer klar, ich will so weit wie es geht halt erstmal auf die Rennen gehen, die halt noch olympische Distanz oder Sprintdistanz sind, die aber mit Windschattenverbot sind, also wo man dann theoretisch auch schon mit dem Zeitfahrrad starten kann und halt sein eigenes Rennen machen kann, weil das hat mich von Anfang an irgendwie mehr gereizt und da waren auch meine Stärken deutlich besser vertreten. Also ich kann halt ganz gut Ja. Radfahren, vor allem früher. Und früher bin ich halt noch ziemlich schlecht geschwommen. Das heißt, mein Rennen war eigentlich immer nach dem Schwimmen vorbei, weil ich halt zu weit hinten rauskam und dann alleine nicht vorfahren konnte, weil die vorne natürlich in der Gruppe waren. Und dann, ja, das fasst eigentlich meine Jugend ganz gut zusammen. Aber ja, seitdem ich dann auf die Windschattenverbotsrennen gegangen bin, lief es dann zum Glück besser. Und mein Schwimmen ist aber auch besser geworden, muss man dazu sagen. Das haben wir schon gesehen dieses Jahr. War es dann auch halt leistungsbedingt einfach, dass du dann, du sagst ja, du wurdest erstmal durch die Kader geschleift, weil du irgendwann mal eine Norm gepackt hast. Aber war es dann einfach so Ja. leistungstechnisch, dass du dann da nicht mehr so mitgekommen bist? Ja, das Problem war halt, im Radfahren und im Laufen war ich, glaube ich, immer so ganz, ganz vorne dabei, so auf nationaler Ebene, theoretisch. Aber ich war halt im Schwimmen überhaupt nicht dabei. Und deswegen war es halt immer so, okay, ich muss eigentlich nur schwimmen lernen und dann bin ich ganz vorne dabei. Aber bevor ich das halt nicht lerne, bin ich halt Platz 40 oder so. Und deswegen, ja, blieb es dann bei der einen Kadernorm. Und wenn du ja gesagt hast, jetzt so mit 12 und hättest du am liebsten schon eine Langdistanz gemacht, wie bist du so auf diese Mitteldistanz-Langdistanz-Schiene schon damals gekommen und was hat dich so daran fasziniert? Also ehrlich gesagt halt gerade so die großen Triathlons damals, so Sebi Kienle, Jan Frodeno irgendwie, so Leute, vor allem an die Räder auch am Anfang. Ja. Das waren so meine Vorbilder jetzt irgendwie und ich weiß gar nicht, wie das so kam, ehrlich gesagt. Also warum ich da so von Anfang an einfach so komplett auf der Schiene unterwegs war. Aber das fand ich halt so geil, als ich Triathlon angefangen habe. Und ich wollte jetzt nicht mit 12 einen Ironman machen, das war mir schon auch klar. Aber ich wollte jetzt halt, also ich wollte darauf halt trainieren. Und für mich war das halt völlig okay, dass ich jetzt die nächsten gefühlt 10 Jahre halt nichts anderes machen kann, außer zu trainieren. Aber dann wollte ich da sein. Und ja, jetzt 12 Jahre später bin ich halbwegs da. Ja, immerhin schon auf der Mitteldistanz in der Weltspitze angekommen, würde ich sagen. Hast du denn auch diese Faszination Hawaii da schon so mitbekommen? Auf jeden Fall, also das habe ich damals gelebt. Also hatte so Poster und so an der Wand, wie halt jeder Fan. Nee, also das war damals echt oder ist jetzt immer noch natürlich mein großes Ziel und deswegen habe ich mit Triathlon angefangen. Und ja, da hat sich seitdem nichts geändert. Jetzt bist du ja seit ein paar Jahren auf der Mitteldistanz unterwegs. Du hast 2021 ja deine erste Mitteldistanz gemacht in St. Pölten. Bist da Zwölfter geworden. In St. Pölten bist du jetzt auch schon öfter gestartet. Hast da auch 2022 dein erstes Profirennen gewonnen. Was waren so die Learnings, die du aus deinen ersten beiden Jahren, 21 und 22, so von der Mitteldistanz mitgenommen hast? Vor allem, wie krass das Radfahren dort ist. Also, ich war ja früher, war ich schon echt gut im Radfahren eigentlich. Hatte da nie Probleme, beziehungsweise war immer einer der Besten. Und dann, ich weiß nicht, ob es ein bisschen naiv war oder ob es ein bisschen einfach
die Überschätzung von meiner Leistung war. Aber ich war halt erstmal wirklich geschockt, wie schnell die Radfahren. Also, oder wie wenig ich dazu sagen habe. Also ich habe wirklich 2:21 in St. Pölten bei meiner ersten Mitteldistanz. Ich war gefühlt der schlechteste Radfahrer in diesem ganzen Feld. Und ich meine, da spielen da noch ein paar andere Sachen rein, gerade so Aerodynamik, Verpflegung und so weiter. Ja. Aber das habe ich am Anfang komplett unterschätzt, den Punkt. Also du hattest den 30 besten Radsprint oder 30 schlechtesten, je nachdem, wie man sieht. Ja, also das fasst es ganz gut zusammen. Also das war wirklich krass. Also ich bin da noch in der ersten Gruppe aus dem Wasser gekommen. Mhm. Und dann, es hat keine 2 Kilometer gedauert, bis ich aus dieser Gruppe rausgeflogen bin. ziemlich schnell. Und dann bin ich bis Kilometer 50 oder so alleine gefahren und dann kamen so 20 Mann oder so an. Und ich dachte mir so, was geht hier ab? Hier kann ja jeder Radfahren. Das gibt's doch gar nicht. Was ist mit mir los? Also, das war ich so gar nicht gewöhnt. Das war auf jeden Fall ein riesiges Learning, dass ich da wusste, okay, scheiße, hier muss ich noch richtig... Hier muss ich noch richtig was tun, sonst geht es richtig in die Hose. Ja. Und im nächsten Jahr bist du ja dann auf der gleichen Strecke mehr als 5 Minuten schneller gefahren. Ja, da habe ich dann halt auch irgendwie versucht, an allen Ecken und Enden irgendwie Zeit rauszuholen. Also heißt dann Material, heißt irgendwie Anzug, irgendwie halt versucht, alles zu verbessern und natürlich auch einfach mehr Watt zu fahren. und vor allem auch an den richtigen Stellen viel Watt zu fahren, weil das wird auch immer ein bisschen unterschätzt. Also irgendwie 300 im Schnitt zu fahren, bringt das nicht so viel. Da bist du mit 280, aber die richtig platziert, wahrscheinlich deutlich schneller. Ja. Dann war ich 2022 war es, dann halt wirklich deutlich schneller als im Jahr davor. Und da bin ich eigentlich fast alles alleine gefahren, muss man dazu sagen. Da hat sich auf jeden Fall was getan, zum Glück, sonst wäre es jetzt echt doof. War dieses taktische Fahren auch irgendwas, worauf du dich einstellen musstest auf den längeren Strecken? Nee, das eigentlich nicht. Also es macht mir eigentlich Spaß, halt so zu versuchen, so auf eigene Faust so praktisch so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Oder also halt wieder in die Wechselzone. Aber das macht mir eigentlich Bock und ich habe da ultra Lust, da so hoch mich komplett abzuschießen, dann schnell die Abfahrt zu fahren und dann irgendwie unten, wenn es flach wird, irgendwie vielleicht sich versuchen, wieder ein bisschen zu erholen oder so. Das finde ich eigentlich einen ganz coolen Aspekt so vom Radfahren in auf der Mitteldistanz. Ja. Wobei, ich meine, taktisch ist es ja noch ein ganz anderer Schnack, wie jetzt zum Beispiel auf der Kurzdistanz oder so. Ja. Da ist es ja was ganz anderes, aber es ist jetzt schon auch nicht nur so, dass man halt aufs Rad steigt, irgendwie Autopilot bei 300 Watt reinmacht und dann halt irgendwann ankommt. Aber das ist ja auch gut so. Und es gibt im Rennen ja auch irgendwie ein bisschen mehr Spannung, wenn es irgendwie so unrhythmischer ist. Und jetzt mittlerweile wird es natürlich auch immer kompetitiver. Mhm. Immer mehr Leute sind vorne dabei. Dann, also ich bin jetzt zum Beispiel in Les Arbres schon die ein oder andere Attacke gefahren, die ich mir so vor 2-3 Jahren nicht vorstellen hätte können. Also jetzt nicht mal von der Intensität oder so, sondern einfach, ich hätte nicht gedacht, dass man auf der Mitteldistanz mal mitten im Rennen so 15 Minuten Vollgas fahren muss. Aber nee, das macht das Ganze eigentlich noch ein bisschen cooler und bringt einfach ein bisschen Spannung und Leben ins Rennen. Sehr cool. Ja, dann 2022 hat ja für dich ganz gut angefangen. 3. Platz auf Mallorca, Sieg bei der Challenge St. Pölten, 2. Platz beim Ironman 73 Rapperswil. Dann auch die Quali geholt für St. George, die 73 WM im gleichen Jahr. Ja. Hattest du gegen Ende des Jahres ja so ein bisschen Pech, ne? Also in Dresden bist du gestürzt und dann warst du ja noch im Höhentrainingslager vor St. George und hast dich da dann erkältet, bist krank geworden. Was war das so ein Jahresabschluss für dich nach diesem Einstieg? Ja, ich meine, war natürlich erstmal scheiße. der Einstieg war, wie gesagt, eigentlich top. Also hätte ich jetzt mir damals nicht mehr vorstellen oder mehr wünschen können. Aber ich meine, dann beim vorletzten Rennen zu stürzen, beim letzten Rennen dann wieder echt fit zu sein, theoretisch bei der WM, da auch so viel investiert zu haben in so ein Höhentrainingslager, irgendwie 3-4 Wochen oder sogar 4-4,5 Wochen mit hier Fred Funk und Ruben Zipunke in der Höhe da rumzuhängen, da echt eine coole Zeit zu haben und auch gutes Training vor allem zu haben. Und dann irgendwie ein paar Tage vor dem Rennen werde ich krank, es geht gar nichts. Es macht überhaupt keinen Sinn zu starten. Ich meine, dann war der ganze Trip halt irgendwie ein bisschen umsonst.
Ja. Aber ich konnte es eigentlich dann mental relativ schnell abhaken, muss ich sagen, weil ich wusste, also es gehört einfach irgendwie dazu. Also da steckt man dann manchmal nicht drin. Ich habe versucht, irgendwie alles zu machen, um halt nicht krank zu werden. Dann wurde ich halt doch krank. Aber ich meine, dann kann ich an der Situation dann auch nichts mehr ändern. Ja. Und ich wusste ja, dass ich eigentlich mit der Saison auf einem richtigen Weg war und ein Rennen gewonnen habe. Bei ein paar anderen war ich ganz gut. Und hatte ja dann, oder es hat ja dann zum Glück gereicht, um mich so auch sponsorentechnisch, materialtechnisch für 2023 ganz gut Ja. aufzustellen. Aber ich meine, klar, es ist natürlich erstmal übel Kacke, wenn du zu einer WM fliegst, da so viel Zeit und Geld investierst und dann wirst du krank. Ja, aber war das Jahr für dich trotzdem so ein Booster, dass du irgendwie gemerkt hast, ja, ich bin ja auf dem richtigen Weg, ich kann damit mein Geld verdienen, weil du hast ja zum Beispiel auch noch ein VWL-Studium angefangen. Ja, also so wenn man so am Anfang Erfolg hat, das bestätigt einen natürlich irgendwie schon, dass man es irgendwie schaffen kann, beziehungsweise dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber ja, also ich habe seitdem tatsächlich auch gar nichts mehr studiert. Bin nur noch eingeschrieben, aber das hat mir schon echt Selbstbewusstsein gegeben, auch für die nächsten Jahre. Und ja, ich meine, jetzt nach meinen Erfolgen jetzt am Anfang oder in der ersten Saisonhälfte dieses Jahr ist es natürlich weiterhin so. Also ich werde jetzt weiterhin dranbleiben natürlich. Das ist auch der richtige Schritt, würde ich sagen, mit meiner Einschätzung. Wie bist du denn, also wenn du sagst, das Jahr hat dich dann vielleicht doch nicht so rausgehauen mental, weil du irgendwie ja trotzdem irgendwie alles gemacht hast, um nicht krank, also um das Bestmögliche rauszuholen. Man wird halt mal krank, so ist es halt so. Dann bist du Ja. halt, dann konntest du trotzdem noch viel Positives dafür auch dann in die Saison 23 mitnehmen. Auf jeden Fall. Also, ich meine, es wäre ja auch irgendwie ein bisschen doof oder ein bisschen blöd, so eine Saison an praktisch einer Krankheit irgendwie festzumachen, beziehungsweise als gescheitert anzusehen. Ich glaube, das wäre ein bisschen voreilig oder halt einfach ein bisschen übertrieben. Deswegen habe ich versucht, das einfach so zu akzeptieren, auszublenden und dann nach vorne zu schauen. Ja, 23 ging ja dann auch wieder perfekt los. Sieg beim 73 Marbella. Ja. Woran erinnerst du dich noch von dem Rennen? Eigentlich an alles, muss ich sagen. Also, das war jetzt, ja, ist ja erst noch nicht mal 1,5 Jahre Ja. her. Aber bei mir war es jetzt tatsächlich schon immer so, dass mein erstes Rennen in der Saison eigentlich ganz gut war, weil mir tut es relativ gut, wenn ich so eine lange Phase habe, wo ich einfach halt das machen kann, was für mich gut ist. Also einfach nur so stupide so vor sich hin trainieren. Aus so einer Phase komme ich meistens immer relativ fit. Und letztes Jahr muss man ja dann auch sagen, ehrlicherweise, dass nach Marbella kam dann nicht mehr viel. Also da war dann erstmal der Ofen aus, das ganze Jahr. Ja. Hatte aber auch jetzt mehrere Gründe. Also ich bin auch noch zum Beispiel, hatte noch einen Radsturz, hatte dann ewig kein Zeitfahrrad, hatte dann dadurch brutale Probleme im Rücken. Und konnte halt einfach gar keine Power aufs Ja. Pedal bringen und dann ist mir einfach so ein bisschen die Zeit davor, also weggelaufen, um das irgendwie noch für die Saison 2023 in den Griff zu bekommen. Wann war der Radsturz und was ist passiert? Ja, das war irgendwann Mitte Juni letztes Jahr, bin ich halt mit dem TT ganz normal gefahren auf einem Radweg. Was ich eigentlich an der Stelle, wo es passiert ist, nie mache, weil es ein bisschen doof ist, aber da war Feierabendverkehr. Und dann dachte ich so, nee, ich werde jetzt hier nicht 50 Mal wieder angehupt, ich bin jetzt mal cool und fahre auf dem Ja. Radweg. Das Problem war dann aber, dass hinter so einem Busch so ein Feuerwehrmann, der von der Arbeit nach Hause kam, mit einem Fahrrad aus so einer Wiese rausgefahren ist, weil er eine Abkürzung nehmen wollte. Und der ist dann auf den Radweg draufgefahren, ohne zu gucken, ob jemand kommt. Und ich habe den halt nicht über die Wiese fahren sehen, weil da so Büsche waren, die die Wiese versperrt Ja. haben. Dann habe ich den halt gesehen, als ich praktisch 5 Meter vor ihm war. Und ich bin da irgendwie 35 km/h oder so gefahren und dann bin ich halt Vollgas in ihn rein. Und dann hatte ich zum Glück, ja, bin nicht glimpflich davon gekommen, aber hatte halt eine gebrechliche Kniescheibe und mein Rad war halt komplett zerstört. Also es war ein Ja. Totalschaden. Und mit der Kniescheibe, ja, hat sich dann nicht ganz so gut gelaufen, so die nächsten 2, 3 Wochen, also beziehungsweise gar nicht. Und mein Rad war halt ein ordentliches Problem, weil
Ich hatte dann halt erstmal kein Rad. Und es hätte theoretisch gereicht, ein paar Sachen umzubauen, aber das konnte ich nicht machen wegen der Versicherung, weil das Rad halt genauso bleiben musste, wie es halt beim Unfall war. Deswegen konnte ich da jetzt nicht irgendwie die zwei Teile, die noch funktioniert haben, irgendwie wegbauen, sondern ich musste halt wirklich, ich konnte das Rad halt, ich durfte es halt nicht, nichts machen an dem. Und dann hat es ultra lange gedauert, bis ich wieder ein Schaltfahrrad hatte. Und ja, weil ich eh so ein bisschen anfällig bin mit meinem Rücken und der Aero-Position, ist es mir dann sehr schwer gefallen, so wieder in so einen Rhythmus zu kommen und wieder so mich an die Position zu gewöhnen, als ich dann wieder ein Fahrrad hatte. Und dann ist mir, wie gesagt, einfach ein bisschen die Zeit davon gelaufen. Irgendwann habe ich dann, als mein Rad dann nach der WM in Finnland auch noch 5 Wochen bei der Lufthansa war, habe ich dann entschieden, so, okay, das wird jetzt dieses Jahr nichts mehr. Jetzt habe ich nochmal 5 Wochen verloren. Das geht nicht mehr. Und dann habe ich einfach so gesagt, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach eine Saisonpause, akzeptiere das und gut ist. Ja, du bist vor der 73 WM ja noch in Tallinn gestartet. Anfang August war das so ein Rennen, wo du einmal gucken wolltest, ob wieder alles funktioniert vor der WM? Ich dachte eigentlich, es funktioniert alles. Hat sich dann rausgestellt, es funktioniert irgendwie gar nichts. Also ich kann irgendwie, wenn ich richtig schnell fahre, im Wettkampfmodus keine 20 Minuten in Aero-Position fahren. Das war einfach, weil du dann nicht mehr an die Position gewöhnt warst? Ja, genau. Also ich habe echt so Probleme gehabt einfach mit meinem Rücken. In Tallinn stand ich dann auch so bei Kilometer 50 oder so mal am Streckenrand und musste wirklich so aufhören zu treten, weil es ging gar nichts mehr. Dann habe ich mir irgendwie beim Radaufstieg in Tallinn auch noch den Zehen geprellt. Ich weiß auch nicht, wie das ging. Dann bin ich auf so ein Klebeband gestanden und dann so nach vorne gerutscht, aber da war dann so ein Brett von der Zeitmessung. Und da habe ich mir dann auch noch voll so ein Zehen geprellt. Das war dann auch schon so übertrieben wehgetan. Und dann dachte ich so, oh nee, also jetzt, das ist echt richtig kacke. Ja. Jetzt, ich muss jetzt hier mal anhalten. Sonst komme ich nicht mehr in die zweite Wechselzone. Aber ja, und dann, ich meine, zur WM wollte ich natürlich auf jeden Fall, einfach um die Erfahrung auch mal mitzunehmen. Aber ich glaube, es war so 50-50 ungefähr, dass es geklappt hat oder dass es nicht geklappt hat. Aber ja, viele wissen es wahrscheinlich, es hat dann eher nicht so geklappt. Ja, du bist dann, du bist ins Ziel gekommen. Auch noch Respekt dafür, dass du in Tallinn dann noch ins Ziel gekommen bist. Also ich glaube, da hätten die meisten vielleicht schon die Flinte ins Korn geworfen. Aber dann noch zu finishen, stark. Und dann in Lahti bist du dann 39. geworden, auch gefinisht. Wie war das für dich dann, die drei Deutschen auf dem Podium zu sehen mit Fred, Jan und Rico? Ja, ich meine, es war natürlich cool, drei Deutsche auf dem Podium zu sehen und drei Deutsche, mit denen ich mich gut verstehe. Ja. Aber hat da natürlich schon ein bisschen wehgetan. Also, dass da irgendwie hier gerade voll die Post abgeht und ich bin nicht dabei. Aber man muss auch ehrlich sagen, ich wäre letztes Jahr auch nicht in der Lage gewesen, irgendwie da reinzufunken, auch an einem guten Tag. Also, so ehrlich muss man auch sein mit meiner Leistung letztes Jahr. Ich wäre einfach auch an einem guten Tag nicht vorne in dieser Gruppe gesessen. Und so wie das Rennen gelaufen ist, musste man da einfach drin sitzen von Anfang an. Und deswegen, ich hätte da bei dem Rennverlauf hätte ich letztes Jahr unter keinen Umständen da ein Podium machen können. Dieses Jahr sieht es hoffentlich vielleicht ein bisschen anders aus. Warst du dann ein bisschen froh, irgendwann, als auch dein TT nicht mehr gekommen ist, dass du dann sagen konntest, ach komm, dann ist die Saison jetzt vorbei und ich kann endlich wieder vor mich stupide hintrainieren, was mir am meisten liegt? Die ersten 3 Wochen habe ich mich halt nur aufgeregt. Hab halt gehofft, dass es jetzt irgendwann mal kommt, dass ich noch loslegen kann. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, so nee, also jetzt muss es auch nicht mehr kommen. Das bringt jetzt nichts mehr. Ja. Das packe ich jetzt einfach nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ich mache jetzt eine Offseason. Das ist die einzig richtige Entscheidung. Und dadurch, dass es dann auch noch relativ früh im Jahr war, also da war es, glaube ich, irgendwie... Boah. Also 1. November habe ich, glaube ich, wieder mit Training angefangen. Also schon richtig früh. Ja. Und ja, dann hatte ich natürlich ewig Zeit, um mich für dieses Jahr dann vorzubereiten. Wenn du, dann war für dich der Schritt auch, dass du auf jeden Fall wieder so ein frühes Rennen machen willst, wie auch Marbella im letzten Jahr, Anfang Mai auf Mallorca?
Also richtig früh ist es ja nicht mehr. Gefühlt war ich noch der Letzte, der angefangen hat, weil da war ja Valencia, war schon 3 Wochen vorher, dann paar sind schon bei der PTO gestartet. Also ich hatte das Gefühl, ich bin der Letzte, der einsteigt, aber ich meine, es war Anfang Mai, also so spät ist es dann auch nicht. Mhm. Aber ja, ich meine, da habe ich ja dann wirklich so 6 Monate oder so durchtrainiert. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Obwohl ich so 2 Wochen vor Mallorca war ich mal noch eine Woche krank. Aber dadurch, dass ich den ganzen Winter eigentlich echt gut durchgekommen bin, hat es jetzt nicht so viel ausgemacht. Ja. Oder beziehungsweise gar nichts. Hast du dann auch nicht so viel Stress vorher gemacht mit Krankwerden, so kurz vorm Rennen? Ach so. Also es war so, dass ich, als ich wieder gesund war, konnte ich noch so 5-6 Tage, konnte ich noch richtig trainieren und dann erst tapern. Also ich bin jetzt nicht krank gewesen und musste dann schon anfangen zu tapern. Also es war jetzt nicht, es hätte noch schlimmer kommen können. Aber ich meine, klar, optimal ist es natürlich nicht, aber ich habe mir eigentlich nicht so einen Stress gemacht, weil ich wusste, dass ich schon echt fit bin und dass ich jetzt nicht mehr noch fitter werden muss eigentlich, sondern dass ich es nur schaffen muss, die Leistung, die ich vor der Krankheit hatte, wieder halt zu bekommen. Und da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich das schaffe. Und deswegen habe ich mir da eigentlich gar nicht so einen Stress gemacht tatsächlich. Ja. Kannst du vielleicht nochmal so ein kleines Recap vom Rennen auf Mallorca geben? Ja, also Schwimmen war eigentlich relativ gut. Ich war da relativ kontrolliert im Hinweg zur, oder man muss dazu sagen, es ist ja eigentlich nur so eine relativ einfache Schwimmstrecke, man muss nur rausschwimmen und wieder rein. Und im Hinweg war ich relativ kontrolliert so in der ersten Gruppe. Auf dem Rückweg hat sich dann ein bisschen zerteilt, weil vor mir ein paar abreißen lassen haben. Und dann habe ich auf dem Rückweg auch noch ein bisschen was verloren, aber konnte dann auf dem Rad zum Glück relativ schnell in die erste Gruppe einfach reinfahren. Auch ohne groß, also ohne richtig, richtig Gas zu geben. Mhm. Also was mich ein bisschen gewundert hat. Und dann hat sich es halt natürlich am ersten Berg, so nach 20 Kilometern das Feld ein bisschen gesprengt. Und ja, als wir dann vom Berg wieder unten waren, waren wir zu 5, glaube ich. Und ja, dann beim, dann ist hier noch dieser Mathis Magiré uns noch weggefahren. Hat dann, glaube ich, so 1,5 Minuten Vorsprung gehabt in der zweiten Wechselzone. Und dann kam der Lauf und ich bin oft mit Jan Stratmann zusammengelaufen. Habe ihn dann bei Kilometer 7 mal versucht abzustellen, habe es auch geschafft, war da so 100, 150 Meter weg, aber dann hat er mich wieder eingeholt. Und dann sind wir so 5-6 Kilometer zusammengelaufen und haben dann gemeinsam diesen Mathis Magiré wieder eingeholt, weil der ist halt richtig eingegangen am Ende. Und dann dachte ich so, okay, Strati, der hat in Valencia seinen Zielsprint gewonnen. Ich bin echt schlecht im Sprinten. Also ich muss ihn davor attackieren und dann habe ich so 3 Kilometer oder so vor dem Ziel attackiert und habe es dann halt irgendwie mit 10.000 Mal zurückgucken geschafft, das Ding vor ihm ins Ziel zu bringen. Ja, ich erinnere mich noch an den Kommentar von der Ironman-Kommentatorin, die ganze Zeit gesagt hat, guck dich doch nicht um, Junge. Und dann hast du ja noch das Reel bei Instagram dazu gepostet. Das fand ich sehr lustig. Ja, irgendwie, ich habe den Stream, also die letzten 5 Kilometer oder so, auch nochmal angeguckt dann und Ich habe mich selber aufgeregt, als ich mich gesehen habe, wie oft ich mich wirklich umgedreht habe. Aber noch mehr hat mich eigentlich aufgeregt, dass diese Kommentatorin wirklich über nichts anderes mehr geredet hat. Also es war ja wirklich ihr einziges Thema. Also sie hat über nichts geredet, außer über das. Und dann dachte ich so, ja nee, irgendwie irgendeinen Spaß muss ich noch draus machen. Und dann habe ich vor St. Pölten so ein Video aufgenommen, wie ich so im Training so renne und immer nach hinten gucke. Und dann habe ich diesen Sound einfach da drunter gelegt. um dann einen Tag später in St. Pölten DNF zu machen. Also das war das Karma dafür. Ja. Aber war der Sieg auf Mallorca für dich so eine kleine Überraschung, dass du schon so gut in Form bist? Man muss sagen, ich habe eigentlich da für mich selber jetzt keine, übernatürliche Leistung abgerufen. Also ich habe schon eigentlich das gebracht, was ich so dachte, was ich kann. Aber ich habe natürlich nicht gedacht, dass ich gewinne damit. Oder ich habe auf keinen Fall gerechnet, dass ich das Rennen gewinnen kann. Also ich habe gehofft, dass ich so ein Top 5 bis maximal Podium mache, weil da ja auch wirklich echt gute Leute am Start waren. Und ja, dass es dann irgendwie funktioniert hat, ist natürlich geil. Und nehme ich natürlich gerne mit, ja.
Ja. Dann, du hast es gerade schon angesprochen, das nächste Rennen St. Pölten war dann DNF. Das war, glaube ich, ein Rennen, wo einfach bei dir dann gar nichts mehr funktioniert hat, oder? In St. Pölten war dann echt das Problem, dass ich hier mit dem Rücken so enorme Probleme hatte, also so wie das Jahr davor praktisch. Und das kam einfach daher, dass ich auf Mallorca danach so Muskelkater hatte und mein Körper so müde war, dass ich einfach die ganzen Mobility-Sachen und ja, die ganzen, ja, Mobility-Sachen trifft es ganz gut, einfach vernachlässigen musste, weil ich die einfach nicht ausführen konnte, weil mein Körper so am Arsch war, sag ich mal. Und dann habe ich das einfach bis zum Rennen halt nicht mehr richtig in den Griff bekommen. Also das war schon vor dem Rennen nicht so gut. Ich dachte dann, dass es im Rennen halbwegs geht, aber nee, das ging halt überhaupt nicht. Und dann, als ich dann bei Kilometer 40 oder 50 war, es wirklich auch nicht mehr richtig treten konnte, dachte ich so, okay, jetzt nichts riskieren, die Saison ist noch lang, ist lieber hier in DNF und dann versuchen halt stark zurückzukommen, anstatt jetzt hier irgendwie ins Ziel zu kommen und dann nochmal 3 Wochen mit dem Rücken rumzudoktern. Und ja, ich meine, im Nachhinein war es jetzt sicherlich die richtige Entscheidung, jetzt halt ein DNF in St. Pölten zu haben, aber dafür einen Sieg jetzt hier in Les Sables. Also ist mir so rum jetzt deutlich lieber als andersrum. Ja. Weißt du, was da bei dir mit dem Rücken der Fall ist? Weil das scheint ja schon ein großes Thema bei dir zu sein. Ja, also irgendwie, es hört sich so an wie so ein großes Thema, aber es ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so ein großes Thema, weil es kommt halt einfach nur daher, dass ich halt enorm verkürzt bin und dadurch ist halt, wenn ich in Aero-Position bin, alles halt schon mal auf Spannung und dann macht irgendwie meine linke Seite zu. Also ich bin da jetzt auch mit einer Osteopathie-Praxis hier in Freiburg, habe ich jetzt so eine Kooperation und das hilft mir brutal, also da sind wir echt gut am Arbeiten da dran und deswegen, unter anderem deswegen läuft es auch dieses Jahr dann so gut teilweise, weil ich das jetzt eigentlich relativ gut in den Griff bekommen habe und da wirklich auch im Training gar keine Probleme mehr habe. Das Problem war halt einfach in St. Pölten, dass mir die Zeit ein bisschen ausging und dass ich nach Mallorca irgendwie, aus welchem Grund auch immer, halt das wieder voll angefangen hat. Jetzt zum Beispiel nach Les Avles, da war ich genauso müde nach dem Rennen. Aber da hatte ich zum Beispiel gar keine Probleme. Also jetzt ist es gerade echt top. Also es ist ganz komisch, warum das jetzt nach Mallorca wieder kam und ich das dann halt in der Kürze der Zeit halt nicht hinbekommen habe. Aber ja, unterm Strich ist es halt einfach, weil ich so verkürzt bin und das auch irgendwie mit denen und so irgendwie nur ganz langsam irgendwie da Besserung reinkriege. Ja. Aber ich bin da auf jeden Fall dran und bin wirklich sehr zuversichtlich, dass es so in den nächsten 1, 2 Jahren deutlich, deutlich besser wird. Und also ich merke auch, dass ich auf einem guten Weg bin, weil ich einfach im Training hatte ich vor 2 Jahren noch echt richtig Schmerzen, oft. Und jetzt habe ich im Training eigentlich gar keine mehr. Ich kann im Training auch gar nicht so hart fahren, dass es kommt. Das ist dann nur im Wettkampf teilweise. Aber ja, wie gesagt, ich bin da jetzt in ganz guten Händen hier in Freiburg und ja. Wir bekommen das in den Griff. Das ist doch gut. Ja, du hast gerade schon angesprochen, nach St. Pölten war dann der Ironman 73 Les Sables. Da hast du auch gewonnen. Erstmal Ja. nochmal herzlichen Glückwunsch dafür. Wie war Ja, das vielen Rennen für Dank. dich? Das war, muss ich sagen, eigentlich relativ perfekt von Anfang an. Also jetzt so einen kleinen, ich gebe jetzt vielleicht einfach mal so einen kleinen Rundumschlag, so ganz grob durchs Rennen. Also ich hatte eigentlich ein relativ gutes Schwimmen, bin da sehr kontrolliert, muss man sagen, mit als Zehnter, glaube ich, aus dem Wasser gekommen, mit 20 Sekunden Abstand auf die Spitze aus der Gruppe und ja, dann auf dem Rad. Bin ich erstmal verhalten losgefahren eigentlich, weil ich dachte, wir fahren das relativ schnell zu, sind wir dann aber nicht und dann musste ich selber richtig mal 5 oder 10 Minuten richtig Vollgas fahren und dann waren wir aber dran. Hatte ich natürlich die ganze Gruppe im Schlepptau, aber war mir dann in dem Fall egal. Und dann war ich aber gerade hinten in der Gruppe drin, in der ersten. Und dann ist es, dachte ich mir noch, nämlich noch so, okay, ich bin jetzt hier ein bisschen weit hinten. Wenn jetzt vorne jemand eine Attacke macht oder so, dann kriege ich es hier hinten gar nicht mit. Dann bin ich so ein bisschen nach vorne gefahren und sehe so, oh Scheiße, hier fehlen ja zwei. Hier fehlt auf jeden Fall mal Juri und Rico. Und dann
habe ich die aber gar nicht mehr vor mir gesehen. Und dann wusste ich so, oh, das ist jetzt ein Problem. Weil wenn die fahren, dann wird es natürlich schwierig. Ja. Und dann habe ich so entschieden, okay, ich fahre jetzt einfach Vollgas, bis ich die eingeholt habe. Und dann bin ich halt 15 Minuten wirklich alles gefahren, was ging. Und dann hatte ich sie wieder. Aber das war echt, also ich bin noch selten 15 Minuten so schnell gefahren. Also halt, oder habe mich 15 Minuten so angestrengt. Hast du neue Und dann 15 war aber Minuten zum Glück, Wattbestleistung nee, das nicht tatsächlich, aufgestellt? weil es halt ein bisschen rechts und links ging und auch ein, zwei Mal runter zwischendurch. Aber ich bin immer so 370, 380 gefahren, wenn ich gerade ausfahren konnte. Und ich meine, ich habe da so knapp 70 Kilo gewogen. Also zwar für unter 70 Kilo ist schon okay. Ja, das ist schon okay. Und ja, dann hatte ich sie irgendwann und dann war die Gruppe zum Glück aber auch nicht mehr so groß. Also ich glaube, ich habe dann noch vier, fünf Leute waren dann am Ende noch hinter mir. Die hatten natürlich auch ein bisschen, für die war es natürlich ein bisschen dankbarer, weil da die Motorräder so schräg hinter mir waren. Also die konnten natürlich schon ein bisschen draften bei mir. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass die halbwegs fair gefahren sind, aber die hatten einfach so einen Vorteil. Und dazu fahre ich dann halt auch noch zu schlecht, um dann alleine davor zu fahren. Und habe die dann alle in dem Fall mit vorgenommen, aber ich meine, ja, war mir dann auch egal, weil ja, hätte ich es nicht gemacht, wäre ich auch nicht vorne gewesen. Deswegen Ja. alles gut. Und von da an bin ich dann eigentlich nur noch, habe ich mich halt ganz normal in der Gruppe einfach aufgehalten, aber bin dann nicht mehr vorne gewesen ab dem Zeitpunkt. Und dann zum Laufen. Ich habe relativ schnell gewechselt, weil ich keine Socken angezogen habe. Und dann hatte ich mit Rico so einen kleinen Vorsprung aus der Wechselzone raus. Rico ist dann aber so schnell losgelaufen, dass ich dem also erstens nicht hinterherlaufen konnte und aber auch wusste, dass es zu schnell ist einfach. Also für mich auf jeden Fall. Und dann ist er auch bis Kilometer 7, ist er mir, glaube ich, so, ich glaube, knapp über 30 Sekunden war so der größte Vorsprung, den er hatte. Und dann hat er den aber innerhalb von 3 Kilometern habe ich dann 30 Sekunden auf ihn aufgeholt und war dann praktisch neben ihm. Und dann habe ich ihn so ein paar Mal attackiert. Bin dann auch tatsächlich gesprintet, so bei Kilometer 12 oder 13, glaube ich, war das, weil wir da ein bisschen Gegenwind hatten und ich dachte so, okay, ich muss hier schnell weg einfach, weil sonst profitiert er enorm in meinem Windschatten. Ja. Hat er dann aber so zu meiner Verwunderung echt so zwei, drei Mal gekontert und wir sind da einfach zwei, drei Mal wirklich so 100, 200 Meter gesprintet und er war halt immer noch dran und dann dachte ich so, oh Mann, jetzt muss ich hier mal irgendwie anders versuchen und versuche es halt auf die altmodische Art halt einfach irgendwie über einen längeren Zeitraum halt ein bisschen schneller zu sein. Und das habe ich dann auch gemacht und das hat dann auch zum Glück funktioniert. Und dann hatte ich relativ schnell eigentlich eine relativ große Lücke. Und die habe ich dann einfach nur noch so ins Ziel gebracht. Und ja, war zum Glück auch noch nicht ganz am Limit. Also es war noch kontrolliert oder kontrolliert in Anführungszeichen. Also viel länger hätte es auch nicht mehr gehen dürfen, aber ich musste dann zum Glück nicht mehr so wie auf Mallorca so die letzten 2 Kilometer nochmal wirklich alles reinwerfen, was ich irgendwie habe. Ja. Und das hat das ganze Rennen auch irgendwie ein bisschen cooler gemacht, weil ich es dann auch so auf den letzten Kilometern schon so ein bisschen genießen konnte und nicht so wie auf Malle die ganze Zeit mich umgucken musste, Angst haben musste, dass ich hier vielleicht, dass es doch noch nicht durch ist. Und nee, das war echt, muss man sagen, im Nachhinein so relativ perfekt das ganze Rennen eigentlich. Also ich habe mich in jeder Disziplin echt gut gefühlt, hatte immer das Gefühl, dass ich so eigentlich Kontrolle über das Rennen habe. Und ne, ja, das war echt cool. Sehr schön. Also würdest du sagen, deine Saison bisher ein voller Erfolg, bis auf den kleinen Ausrutscher in St. Pölten mal vorweggenommen? Auf jeden Fall, also ich bin echt sehr, sehr happy, muss ich sagen. Also ich hätte mir das war eigentlich das optimale Szenario. Also, das habe ich mir auch nicht mal vorgestellt, dass ich hier zwei Pro-Serie-Rennen gewinne. Und ich muss sagen, das mit St. Pölten ist mir mittlerweile auch echt relativ egal. Ist natürlich doof, aber ja, mir ist es relativ egal, weil ich die zwei viel größeren Rennen jetzt, weil die so gut waren. Deswegen, ja, St. Pölten habe ich schon wieder fast vergessen. Auf Social Media sieht man dich ja auch immer mal wieder mit Maurice Clavel trainieren. Hilft dir das auch irgendwie mit so einem erfahrenen Athleten wie Maurice so gemeinsam Zeit zu verbringen und sich irgendwie auszutauschen?
Ja, ich meine, es ist natürlich cool, einfach jemanden zu haben, mit dem man halt die ganze Zeit lachen kann, und die ganze Zeit im Training halt, wenn man locker trainiert, Spaß haben kann. Und das haben wir auf jeden Fall. Und das macht natürlich auch alles ein bisschen entspannter. Dann fällt es nicht ganz so schwer, vielleicht morgens ins Schwimmtraining zu fahren oder so, wenn man halt weiß, man muss jetzt auf dem Weg ins Schwimmen halt hier schon mal irgendwie, kann man 10 Minuten irgendeinen Bullshit labern. Das hilft natürlich enorm und da, ich glaube, da profitieren wir auch echt beide ganz gut voneinander. Und ne, ja, also wir sind echt eigentlich ein gutes Team. Hast du denn schon von ihm irgendwas mitnehmen können? Auch hat er dir schon irgendwas an seinen Erfahrungen auch auf der Langdistanz mitgeben können? Schwierig, da jetzt irgendwas rauszupicken. Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass es fast andersrum ist, weil Maurice ja eher so ein bisschen, manchmal ein bisschen verpeilt ist, da so seine Zeitplanung vielleicht manchmal noch ein bisschen verbessern könnte. Aber ich glaube, da profitieren wir schon ganz gut voneinander. Also ich glaube tatsächlich auch, dass er vielleicht sogar die ein oder andere Sache von mir auch gelernt hat im letzten halben, dreiviertel Jahr. Ja, sicherlich habe ich aber auch vor allem so ein bisschen Lockerheit und so noch von ihm mitgenommen. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir ergänzen uns da in vielen Sachen ganz gut und deswegen haben wir auch echt nicht gute Zeit im Training. Sieht man ja auch teilweise auf Instagram, denke ich. Aber nee, also wir haben echt Spaß während dem Training, das kann man nicht absprechen. Das ist gut. Wir haben ja am Anfang schon mal so ein bisschen über den Ironman Hawaii gesprochen. Wie siehst du denn die Entwicklung von Ironman, dass die WM jetzt ja seit vergangenem Jahr an zwei verschiedenen Orten ausgetragen wurde? Ja, natürlich, ja, zum einen positiv, zum anderen negativ. Ich meine, wahrscheinlich würde mir die Strecke in Nizza mehr liegen. Andererseits würde ich natürlich lieber in Hawaii gewinnen irgendwie. Also ich glaube, ja, so das Standing innerhalb vom Triathlon und vor allem auch die Außenwirkung, ja, ist, glaube ich, beim Ironman Hawaii immer noch höher. Deswegen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich lieber in Nizza oder in Hawaii gewinnen wollen würde, dann würde ich auf jeden Fall Hawaii nehmen. Andererseits ist es natürlich auch cool, da jetzt irgendwie zwei Orte zu haben und damit einhergehend auch die Frauen und Männer getrennt. Das gibt ja den Frauen auch vielleicht nochmal eine größere Aufmerksamkeit, die sie auch verdient hätten, natürlich. Deswegen. Ja, schwierig da jetzt einfach zu sagen, so, nee, finde ich scheiße oder nee, finde ich gut. Ja, ich glaube, das ist, ja, hat viele positive Seiten, viele negative, aber ja, ist die Frage auch, wie es weitergeht, ob es jetzt halt immer so in der Zweierkonstellation bleiben wird, oder ob jetzt halt Hawaii bleibt und praktisch der andere Ort immer wechselt oder ja, oder ob Ironman sagt, sie wollen vielleicht ganz von Hawaii weg. Aus wirtschaftlichen Gründen, weil da es einfach zu wenig Hotels gibt oder keine Ahnung. Ja, also wird sich zeigen, wo da die Reise hingeht. Tendenziell würde ich natürlich am liebsten auf Hawaii Weltmeister werden. Und ich glaube, so geht es den meisten anderen Profis auch. Ja, aber Nizza wäre trotzdem ein Ort, der dich auch reizt. Auf jeden Fall. Also ich hätte da ultra Bock, da eine WM zu machen. Ganz klar, wie gesagt, ich glaube, die Strecke, die ist momentan auch noch besser für mich wie in Hawaii. Gerade mit meinem Rücken und so, wenn ich in der Aero-Position noch nicht ganz so, sag ich mal, drin bin. Aber ja, nee, Nizza wird mich auf jeden Fall reizen. Ich glaube, die nächsten ein, zwei Jahre oder die nächsten ein, zwei oder zwei Austragungen sind ja auch noch safe in Nizza. Ja. Und ab dann wird erstmal geschaut, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, also nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall noch nicht in Nizza sein. So viel ist sicher. Also da werde ich noch keine Langdistanz machen. Aber vielleicht werde ich die in 3 Jahren mitnehmen. Wer weiß. Ja. Dann haben wir natürlich neben der Ironman WM jetzt noch diese neue, diese neue Strebel T100 Tour dieses Jahr aufgemacht. Ja. Wie nimmst du die neue WM-Serie wahr? Ja, ich meine, gerade nehme ich sie nur von außen wahr, leider. Ja.
Aber natürlich ist es ein, oder für alle Leute, die nur Mitteldistanz machen, also so wie ich, ist es natürlich irgendwie eine Riesenmöglichkeit, da die Besten in der Welt, sage ich mal, auch öfters im Jahr zu sehen, öfters im Jahr gegen die zu starten. Und ich meine, das ist ja auch einer der Grundbausteine von der Serie, dass halt einfach die Besten der Welt sich nicht nur einmal im Jahr sehen und sich das ganze andere, also die ganze restliche Zeit aus dem Weg gehen, sondern dass die wirklich immer gebündelt an einem Ort sind. Und deswegen ist es natürlich auch mein Ziel, da jetzt irgendwie mal reinzukommen, aber ist natürlich schwierig. Also ich meine, ich habe natürlich keinen Contract dieses Jahr, bräuchte eine Wildcard. Es gibt halt immer relativ wenige Wildcards. Jetzt kommt noch für mich dazu, dass halt die Wildcards, die es bisher gab, halt immer echt brutal performt haben und dann natürlich auch verdient haben, halt nochmal eine Wildcard zu kriegen. Das macht es aber für die Außenstehenden, die noch nicht die Chance hatten, sich zu beweisen, halt noch schwerer, einfach reinzukommen und Fuß zu fassen. Und ja, mir bleibt im Endeffekt nichts anderes übrig, als einfach zu versuchen, die besten Rennen, wo man mich starten lässt, in dem Fall pro Serie von Ironman, versuchen da bestmöglich zu performen. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, also bis mal genug Wildcards verteilt werden, dass ich auch eine krieg. Aber ja, ich kann halt nicht damit planen, ich kann halt nur hoffen, dass ich irgendwann eine bekomme und muss dann halt hoffen, dass ich dann halt da einen guten Tag habe, da ein gutes Rennen mache und dann vielleicht mich so für weitere Wildcards qualifiziere. Aber ja, tatsächlich bin ich jetzt im PTO-Ranking ja stand jetzt noch nicht so gut, aber ich habe jetzt ja zwei ganz gute Rennen, die ganz solide Punkte gaben. Und wenn ich jetzt noch eins in der Kategorie machen würde, dann wäre ich auch, sage ich mal, in den Bereichen, die über einen Contract nachdenken können für nächstes Jahr dann. Und ich meine, dann dürfte ich natürlich immer starten. Das wäre natürlich erstmal top, beziehungsweise das würde das ganze bisschen oder das ganze Rumüberlegerei und so ein bisschen hinfällig machen. Die Frage ist halt, wie die es auch nächstes Jahr machen wollen würden von der PTO, weil ich glaube, die haben jetzt auch ein bisschen selber gemerkt, dass ja, da vielleicht ein paar Sachen noch verbesserungswürdig sind, gerade so mit den Wildcards, dass es halt immer nur so wenige gibt, aber die Wildcards dann halt wirklich, muss man sagen, unterm Strich fast besser performt haben als die ganzen Etablierten, die von vornherein dabei waren. Und ja, bleibt spannend, wie die PTO sich da nächstes Jahr aufstellen wird, auch mit wie viele Leute, die dann nächstes Jahr wirklich fest sein werden, wie viele Leute im Starterfeld sind, und wie viele Wildcards da pro Rennen dann zur Verfügung stehen. Stand jetzt muss ich sagen, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich überhaupt die ganze PTO-Serie machen wollen würde, weil die sind ja schon auch noch mal ein ganzes Stück kürzer als eine normale Mitteldistanz, mit gut 100 Meter mehr Schwimmen, aber das vergessen wir jetzt mal. Aber dann 10 Kilometer weniger Radfahren und 3 Kilometer Laufen weniger, das macht halt schon was aus. Also das lässt schon ein bisschen anderes Rennen entstehen. Und wenn ich mir so meine Rennen angucke, dann waren die letzten Kilometer eigentlich immer meine besten. Und wenn die wegfallen würden, dann hätte ich zumindest mal nicht Mallorca gewonnen. Weil wir dann dann hätten wir den Franzosen nämlich gar nicht eingeholt. Wär das Ziel 3 Kilometer früher gewesen. Und jetzt, ja, ich komme einfach über die Länge von den Rennen und wenn da eine halbe Stunde fehlt, dann glaube ich, macht das schon was aus für mich. Deswegen, ja, wird's wirklich auch schwierig für mich, da so richtig zu performen, weil es einfach noch näher an der olympischen Distanz ist, als die Mitteldistanz eh schon ist oder mittlerweile wird. Aber ja, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich alles momentan dafür geben, dass ich da mal die Chance kriege, da zu starten. Einfach auch, weil da die Besten der Welt sind und ich mich natürlich mit denen messen will. Und ist vom Preisgeld natürlich auch lukrativ. Das kommt noch dazu. Ich meine, das steht jetzt für mich nicht an oberster Stelle. Aber das will ich natürlich dann, da will ich dann auch nicht nein sagen, klar. Aber ja, und ich meine, die PTO bietet ja auch eine gute Plattform. Ich glaube, tendenziell ist es schon,
Ja, es ist schon erstrebenswert, da zu starten. Und ich hätte auch ultra Bock drauf. Das Problem ist halt nur, dass ich keine Wildcard habe. Ja. Du hast es am Anfang schon angesprochen, diese Leistungsdichte, die ja auch irgendwie in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, vor allem auf der Mitteldistanz. Das ist ja auch so eine Bewegung, die wir jetzt irgendwie bei der T100 Tour gesehen haben. Du hast es angesprochen mit den vielen Wildcards, die eigentlich irgendwie alle das Potenzial haben, das Rennen gewinnen zu können. Ja. Ist das sowas, was einem aufstrebenden Profi irgendwie auch Respekt macht oder so, weil man denkt, okay, jetzt bin ich hier mit, weiß ich nicht, 20, 30 Leuten am Start, die alle so gut sind wie ich und das wird ein richtig krasses Rennen? Ja, ich meine, das ist natürlich, also ich als Athlet will ja dann auch mir die Rennen aussuchen, wo kompetitiv sind und wo es ein richtiges Rennen gibt und mache dann lieber solche Rennen als ja, irgendwie, was weiß ich, wohin zu fliegen, wo man vielleicht hofft, dass da nicht so viele Gute am Start sind, sondern ich will ja also mich so mit den Besten messen und mich da beweisen. Deswegen finde ich es erstmal einfach geil, dann mit wirklich nur auserwählten, nur guten Leuten an der Startlinie zu stehen. Und es gibt mir auch nochmal einen ganz anderen Push so. Da habe ich das Gefühl, dass ich da meine Leistung auch nochmal auf ein anderes Level heben kann, wie ich es jetzt vielleicht, wenn ich bei einem ganz normalen lokalen Triathlon an der Startlinie stehen würde, jetzt nicht könnte. Aber klar, das ist natürlich ultra. Also, da habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Also für mich ist es auf jeden Fall ein großes Ziel, da reinzukommen. Aber ich habe es halt nicht wirklich in der Hand, leider. Ja, dann haben wir jetzt natürlich in Deutschland, ich sag mal so 5 Athleten, die auf jeden Fall das Zeug dazu hätten, so ein Rennen zu gewinnen. Das sind du, Friedrich Funk, Jan Stratmann, Mika Not und Rico Bogen. Ja. Glaubst du, ihr 5 könnt so eine Generation prägen wie Jan Frodeno, Sebastian Kienle und Patrick Lange davor? Ja gut, ich meine, das ist natürlich schwierig jetzt schon zu sagen. Ich meine, die haben natürlich da auch ziemlich große Fußstapfen überlassen, die ja bei denen es wahrscheinlich noch eine Weile braucht, bis die irgendjemand füllen kann. Aber ich glaube, jeder von uns gibt jeden Tag sein Bestes, da irgendwie ranzukommen und vielleicht sogar noch besser zu werden oder noch erfolgreicher zu werden. Aber ich meine, es wird natürlich auch immer schwieriger, weil die Leistungsdichte einfach so hoch ist. Wo früher vielleicht noch, sagen wir mal, keine Ahnung, 10 wirklich gute Athleten sind, sind jetzt schon 15 oder noch mehr. Ich glaube, es können immer mehr Leute an der Startlinie so ein Rennen gewinnen, weil die einfach von der Leistung her immer näher beieinander sind und es vor allem einfach immer mehr Leute gibt. Und ja, aber wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Vielleicht kommt ja auch noch jemand ganz anderes, den man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat. Aber ja, das ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall ziemlich große Fußstapfen, aber wie gesagt, ich glaube, jeder von uns gibt sein Bestes, um da irgendwie die Lücke so gut wie es geht zu schließen. Wenn wir jetzt schon bei den Besten der Welt sind, du warst bei der Challenge Rot zu Gast, Ja. hast dir das Rennen vor Ort angeguckt. Anna Haug hat eine neue Weltbestzeit aufgestellt, wieder den Rekord von Daniela Rief aus dem Vorjahr pulverisiert quasi. Wie hast du das Rennen verfolgt und wie hast du das Rennen an sich wahrgenommen? Also erstmal muss ich sagen, dass ich es halt die ganze Experience dort halt ultra krass fand, weil es halt irgendwie so viel größer ist als die ganzen Triathlons, bei denen ich bisher war. Und da einfach generell so viel mehr Leute einfach sind. Also allein beim Schwimmstart war ich auf dieser Brücke oberhalb vom Start. Das ist halt wirklich krass, was da halt abgeht. Also da sind halt so viele Leute und dann so Lara Berg sowieso, aber auch einfach so, wenn du zum Beispiel so mit dem Fahrrad im Wald auf der Laufstrecke irgendwie versuchst, da zum 10. Mal Jan Stratmann zu sehen, da sind einfach so viele Leute, die da im Wald rumheizen und da versuchen, ihre Athleten zu supporten. Das ist einfach so krass. Oder die ganzen Orte da, die sind einfach voll und da ist es halt wie so ein, da ist der Sonntag einfach wie so ein Festtag und das geht halt ultra ab. Und das habe ich so noch nie erlebt und war für mich halt echt eine krasse Erfahrung. Und ich meine, klar, das Rennen an sich, was die Leute oder die Athleten da abgeliefert haben, war natürlich auch krass. Also gerade vor allem halt Anne Haug und hier Magnus Ditlev, das war halt schon wirklich krass, das auch live zu sehen, wie schnell die dann wirklich, oder vor allem Anne,
wie schnell sie dann wirklich gerannt ist. Also die ist halt wirklich an einem vorbei geflogen, so. Das war halt wirklich krass, das zu sehen. Und ja, auch für mich auch inspirierend irgendwie, sag ich mal, das auch zu schaffen, dann halt, na gut, erstmal muss ich natürlich 802 auch erstmal machen, was Anne da gemacht hat. Aber nee, da auch irgendwie so da mal ganz vorne mitzumischen. Ja, es hat einfach ultra Bock gemacht, da so Ja. dabei zu sein. Ist es nur beeindruckend oder macht das auch Angst, wenn du irgendwie denkst, okay, gegen Magnus Detlef kann ich jetzt demnächst irgendwie auch an der Startlinie stehen und dann feuert der da auch sowas raus? Nee, also ich meine, ich bin von Haus aus eigentlich eine relativ ja, selbstbewusste Person, aber ja, es fällt mir dann schon schwer, irgendwie mal anzureden, dass ich den irgendwie schlagen könnte. Aber ja, ich meine, ich muss ihn jetzt ja nicht morgen schlagen. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und ich glaube, tendenziell ist niemand schlagbar. Man kann irgendwie alles schaffen, wenn man sich ausreichend darauf vorbereitet. Und deswegen, klar, ich meine, ich bin noch so weit weg vom Ironman. Ich muss ehrlich sagen, ich denke auch noch nicht so an die Langdistanz jetzt gerade, sondern fokussiere mich jetzt wirklich auf die Mitteldistanz. Ich glaube, auf der Mitteldistanz, ja, würde er mich wahrscheinlich auch schlagen gerade, aber ist es vielleicht ein bisschen spannenderes Rennen. Aber nee, das, wenn ich sowas sehe, macht mir einfach ultra Bock auf mehr und ultra Bock, selber wieder praktisch loszulegen, und selber halt alles zu geben, da jeden Tag, sich bestmöglichst drauf vorzubereiten, um dann vielleicht halt die Chance zu haben, so jemanden in einem Wettkampf zu schlagen. Ja, du hast gesagt, du bist gerade in einem längeren Trainingsblock. Wie geht's für dich als nächstes weiter? Ja, also ich habe jetzt, sag ich, erst wieder so richtig angefangen, weil ich ja nach oder während Rot so eine kleine Mid-Season-Break gemacht habe. Nie. Mein nächstes Rennen wird jetzt Zell am See sein. Das sind jetzt ja auch noch 6 Wochen. Aber bis dahin werde ich mich auf jeden Fall hier in Freiburg Vollgas vorbereiten. Und da jetzt noch einen großen Block die nächsten ja, 5, 6 Wochen machen und dann versuchen in Zell am See ja, so gut wie möglich zu sein. Ich glaube, da wird es auch wieder ein brutales Starterfeld von dem, was ich bisher so von meinen Kollegen gehört habe. Aber nee, ich habe ultra Lust drauf. Zell am See ist ein geiles Rennen, deswegen habe ich mir es auch ausgesucht. Auch wieder Pro-Serie. Und dann, ja, mal schauen, für was es reicht dann. Das große Highlight für dich ist ja die 73 WM im Dezember. Ja. Wie viele Flaschen Fanta muss man trinken, um die zu gewinnen zu können? Er wird sich zeigen, ob ich genug getrunken habe. Ich habe auf jeden Fall viele getrunken, aber ja. Ich weiß nicht, also ich muss jetzt ehrlich sagen, vor Les Sables habe ich jetzt gar nicht so viele getrunken. Aber jetzt mal hier lustige Geschichte kurz. Hier Maurice hat mir so eine Kiste Fanta besorgt, als ich von Les Sables oder von Rot zurückgekommen bin. Und da waren, glaube ich, ich glaube 12 Flaschen drin, oder ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall so eine normale Kiste. Ich glaube, da waren 12 drin. Also ich habe keine Woche gebraucht, dass der Kasten leer war. Aber ja, jetzt mal schauen. Fanta wird auf jeden Fall auch in Taupo ein sicherer Begleiter von mir sein. Bin mal gespannt, wie die da auch schmeckt, weil jedes Land hat ja so ein bisschen seine eigene Rezeptur, was viele auch nicht also auf dem Schirm haben. Aber ja, bin ich gespannt, die zu testen und dann im Rennen auch zu testen, wie gut die Fanta wirklich ist dort. Hast du eine Lieblingsfanta aus einem Land? Ja, früher muss ich sagen, ganz klar Spanien. Das Problem ist jetzt aber, dass da jetzt, glaube ich, so eine Zuckersteuer gibt. Deswegen hat die jetzt nochmal, deswegen hat die jetzt wieder eine andere Rezeptur bekommen. Ja. Und jetzt finde ich sie nicht mehr ganz so gut. Also in Spanien bin ich mittlerweile auf diese Fanta Limon umgestiegen. Die finde ich besser mittlerweile. Ansonsten die französische jetzt in Les Sables, die war echt ganz gut, muss ich sagen. Weiterhin die beste Fanta zum Carboloaden ist die österreichische, weil die hat, glaube ich, 11 Gramm Zucker oder so auf 100 Milliliter. Also die Ösis geben da auch Oha. richtig Gas. Und nee, aber Deutsche muss ich sagen, finde ich auch nicht so schlecht. Also bin eigentlich ganz happy mit dem, was wir hier in Deutschland haben.
Ja. Sehr gut. Nico, ich bedanke mich bei dir. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Trainierst du heute noch? Was steht heute noch an? Ich würde jetzt gleich noch 2,5 Stunden aufs Rad gehen mit bisschen Race Pace. Mal schauen, wie das wird. Das erste Mal wieder über 300 Watt seit Lesable. Und ja, mal gucken. Ich muss jetzt auch mal gucken, wie ich das mache, weil ich habe noch mein 58er Kettenblatt drauf. Also ich bin ja in Lesable einfach gefahren. Ja. Und ja, ist jetzt nicht ganz so optimal fürs Training. Es könnte im Schwarzwald ein bisschen bergig werden, ne? Ja, also man kommt schon irgendwie hoch, aber so vor ein paar Tagen bin ich in Schauinsland hochgefahren damit. Also ich glaube, ich hatte oben halt auf 45 Minuten irgendwie eine 58er Durchschnittstrittfrequenz bei 265 Watt. Also war jetzt für einen Easy Ride nicht ganz so angenehm. Einfach ein bisschen K3 Aber Training. ja, das kommt immer gut. Nee, aber jetzt fahre ich ja schnell, dann sollte es gehen. Ja, ich wünsche viel Spaß dabei. Ich bedanke mich nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr mal dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.